Wir haben das Banda-Projekt so aufgesetzt, dass immer wieder Kollegen vom Staatstheater hochgekommen sind und hier mit den einzelnen Instrumentengruppen geprobt hatten. Also wir hatten zwei Dozentinnen da für Flöte, einen für die Klarinette, einen für Trompete, einen fürs tiefe Blech und einen Schlagzeuger. Und die sind jetzt 2 bis 3 Mal jeweils da gewesen. Und das hat den Kindern viel Spaß gemacht und hat sie auch echt gepusht. Also ich heiße Svenja Büchner und ich spiele Querflöte. Also ich freue mich sehr auf dieses Projekt, weil ich finde es sehr interessant, halt mit Leuten aus der Staatsoper zu spielen, weil die haben, sag ich mal, die sind Profis und die haben sehr viel Erfahrung und können auch gute Tipps geben. Und das ist halt eine Erfahrung, die kriegt man nicht oft im Leben, so eine Chance. Und deswegen finde ich es gut, dass wir halt jetzt die Chance bekommen, mit solchen Leuten zu spielen. Also ich selber bin in einer Musikerfamilie groß geworden. Mein Vater war Musikschulleiter und hatte einen Musikverein. So ist es für mich selbstverständlich, mit anderen Nachwuchs, Kindern, Jugendlichen zu arbeiten. Ja, die sprechen super auf das Projekt an und ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier als Profi denen gegenüber trete, sondern die freuen sich einfach drauf, Musik zu machen. Unabhängig davon, ob ich jetzt ein Profi bin oder nicht, haben die einfach Lust, Musik zu machen. Alle Kollegen, die jetzt vom Theater da waren, haben, glaube ich, ziemlich schnell und spontan auch einen Draht zu den Kindern gefunden. Aber ich hatte jetzt gestern auch eine Tutti-Probe und ich habe das Gefühl, in allen Sätzen geht es voran. Und das ist natürlich definitiv ein Verdienst der Satzproben, auf jeden Fall. Also auch, wo man sehr viel merkt, wo ganz viel vorangegangen ist, war das Schlagzeug. Also Claudius hat da einen super Job gemacht. Jetzt haben wir doch einen richtigen Akkord. Und du entscheidest es. Du bist der Herr über Dur und Moll, gell? Können wir da mal einfach versuchen, ob wir da mal ein bisschen eine Lautstärke kriegen? Die Hörner auch. Könnt ihr auch laut spielen? Und dann probiert noch, zeigt's mir mal. 1, 2, 3, 4. Wir haben heute mit Herrn Meier besonders an dem feierlichen Einzug geübt, damit alles sicher klappt und auch damit die zweite Trompete die hohen Töne hinbekommt. Ich finde es halt einfach interessant, mal mit richtigen Profis von der Staatsoper zusammenzuspielen und mal auszuprobieren, was die auch so spielen. Ich finde es gut, wenn wir die Nähe zu den Menschen, die nicht in die Oper gehen, finden, um zu zeigen, dass wir einfach ganz normal Musik machen, ganz normale Menschen sind. Und ich finde es gut, wenn wir die Kluft zwischen Oper und Leuten, die sich nicht für Kultur direkt interessieren, ein bisschen verkleinern können. Also ich habe mal vor, in eine Oper zu gehen und ich könnte es mir auch vorstellen in Hänsel und Gretel, weil da halt auch sehr berühmte Kinderlieder drin sind, die halt jeder kennt, sag ich mal. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mal in eine Oper gehe.